Hallo Freunde, was geht ab? Mein Name ist DJ Urban O. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All In, von meinem Vlog. Ich habe mich mit Marc Baskal getroffen und wie das ganze Interview abgelaufen ist, seht ihr jetzt. So, dann richte ich das noch hier so aus, dann gucken wir mal, ob das vom Sound her passt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All In. Mit dabei Marc Baskal, ne? Basecall. Ja, Marc Basecall, sorry. Also so oft habe ich deinen Namen nicht ausgesprochen. Ich drehe nochmal ganz kurz die Kamera so ein bisschen. Jo. Easy, entspannt. Wir sind hier jetzt gerade in Camp Linford und wie heißt der? Klosterkamp. Wir sind mitten auf dem Camperberg, direkt am Fuße des schönen Klosters hier. Und ja. Du bist auch DJ natürlich, sonst bin ich nicht in meinem Vlog. Also lass erstmal so ein bisschen warm werden. So, wann hast du angefangen mit dem Auflegen? Also die ersten Berührungspunkte zum DJen allgemein oder wirklich so das erste Mal auflegen? Ja, wann dir in den Sinn gekommen ist, aufzulegen? Boah, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, da war ich 10 oder 11 oder 12 so um den Dreh. Da bin ich mit meinem Vater bei Saturn gewesen und da gab es dann irgendwie so einen kleinen Stand an der Ecke, wo so eine winzige Hercules-DJ-Konsole stand. Und die habe ich halt gesehen im Vorbeilaufen und dachte mir so, boah, das ist aber cool, da sind Lieder drin, da kann man dann so ein bisschen scratchen und so, das fand ich ganz nett. Und dann habe ich mir das Ding, glaube ich, irgendwann mal zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht. Ja, und dann so durch die ersten Eskapaden, Klassenfahrten und so ein Kram, habe ich dann gedacht, boah, selber mal die Musik zu machen, wäre bestimmt eine coole Sache. Und habe dann halt irgendwann mit 16 oder 15,5 angefangen, auf dem ersten 18. Geburtstag mal mit ein paar Bekannten, die das schon länger gemacht haben, Musik zu machen. Ja, habe dann halt bis zu meinem 18., 19. Geburtstag hier und da mal so Privatpartys gemacht, habe mich dann erstmal auf mein duales Studium konzentriert und damit bin ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren fertig und seitdem bin ich jetzt auch in der Clubszene drin, beziehungsweise taste mich da halt so langsam rein und bin hier jetzt viel am Niederrhein unterwegs. Ja, das ist so mein Status quo halt. Also das ist viel so. Ich bin noch am Niederrhein unterwegs und versuche jetzt halt irgendwie durch die vielen Tipps von DJ Urban O in seinen anderen Blogfolgen an Bookings zu kommen und schauen, wo mich die Reise so hin verschlägt. Ne? Ja, krass. Also erstmal danke für die Props so. ich hoffe, dass das allgemein ein paar Leuten hilft, so was wir hier machen Fall, vor allen Dingen, weil ich meine, der Input kommt ja meist von anderen DJs. Ja. Deswegen ich bin ja gar nicht so im Vordergrund da, sondern eher die Leute, die in den Blog kommen. Meine nächste Frage ist, also du hast gerade gesagt, dass du auch ein duales Studium gemacht hast, ne? Mhm. Und also das bedeutet, du lebst vom Auflegen jetzt aktuell noch nicht, ne? Also genau, du gehst auch ganz normal noch arbeiten, ne? Genau, ja. Ich habe jetzt halt so eine 41-Stunden-Woche, arbeite ganz normal jeden Tag. Und ja, sobald ich die Zeit finde oder ich versuche halt möglichst viel Zeit mir dafür zu nehmen und gehe dann halt in mein Studio, übe dann da an meinen Techniken, lade mir neue Musik runter, bin jetzt durch ein paar Kollegen, die auch mit im Studio sind, in der letzten Zeit da dran, mich so ganz allmählich mal ins Producen reinzuarbeiten, beziehungsweise schaue da momentan noch viel über die Schulter und werde halt gucken, inwiefern das dann im nächsten Mal vorangeht. Und ansonsten, ja, mache ich das halt, weil es mir wirklich Spaß macht, aus Liebe zur Musik, zu dieser Leidenschaft, Leute zu entertainen, zum Tanzen zu bringen. Und aber leben tue ich davon nicht. Nee, also es ist halt ein netter Nebenverdienst, wenn was reinkommt, aber ich bin davon nicht abhängig. Nee. Ist das denn so ein Ziel von dir? Also möchtest du das intensivieren? Arbeitest du darauf hin oder sagst du, das ist für mich ein Hobby und ich freue mich, wenn ich ein paar Gigs kriege? Genau, so ist es, glaube ich. Also ich habe halt schon auch ein paar Träume und es wäre, ne, habe ja irgendwann in einem anderen Rahmen auch schon mal drüber gesprochen, mal so ein Traum wirklich von NRW oder aus dem Niederrhein erstmal wegzukommen und in anderen Bereichen von Deutschland mal ein Booking zu bekommen. Aber das Ziel, das dann halt irgendwann hauptberuflich zu machen, verfolge ich momentan nicht, weil ich halt einfach ein krasser Sicherheitsmensch bin. Und ich weiß, dass wenn man 100% gibt, dass man Sicherheit irgendwie schaffen kann. Ich kriege das ja bei dir mit, dass es echt ein heftiger Hustle ist, aber es irgendwie möglich sein kann. Aber ich habe mit dem Gedanken hier und da mal, was heißt gespielt, ich habe darüber nachgedacht, aber den Gedanken relativ zügig wieder verworfen und ich denke, ich werde das in naher Zukunft erstmal als Hobby beibehalten. Ja, aber trotzdem so finde ich auf jeden Fall cool, dass du ganz klar weißt, so in welche Richtung das gehen soll. Ja. Es gibt auch viele Leute, die dümpeln so ein bisschen rum und sagen, ja, jetzt könnte ich mal einen Monat davon leben, dann nicht und kündigen dann ihren Job oder legen gar keinen Wert vor allen Dingen auf eine vernünftige Ausbildung. Ich finde, dass das schon wichtig ist, so es ist schon wichtig, eine Grundlage irgendwo zu haben. Definitiv, also gerade auch jetzt mit dem dualen Studium, da hast du eigentlich, warte mal, hängt irgendwas. Gerade mit dem dualen Studium hast du dir natürlich eine Grundlage geschaffen, das finde ich auch mega wichtig. Habe ich auch gemacht, also ich habe ja auch meine Ausbildung gemacht und so. Ja. Und wenn das dann auf jeden Fall Grundlage ist, auf jeden Fall immer wichtig so. Ja. Und
sollte man aus meiner Sicht auch überhaupt gar nicht vernachlässigen, sondern darauf auf jeden Fall auch Wert legen, sodass man immer auch noch eine Sicherheit so hat, weil das DJ-Geschäft ist natürlich eine richtig coole Sache und so, aber man kann sich darauf auch nicht mehr verlassen. So. Also es gibt auch Monate und vor allen Dingen auch Wochen teilweise, wo man halt nicht das Geld reinbekommt, was man braucht, ja. Wenn man, ja, das ist halt einfach ein Kalkulationsding, also man muss sich da auf jeden Fall schon bewusst sein. Ja. So, ne? Ich kriege das auch durch gewisse Veranstaltungsreihen und Freunde und Bekannte mit, die das halt auch nebenbei machen, ein paar Partys planen. Man kriegt halt immer wieder mit, dass sich das Ausgehverhalten der Menschen sowieso komplett geändert hat und dass immer mehr Diskotheken hier am Niederrhein und im Umkreis schließen oder schlecht laufen. Und wenn ich das halt so mitbekomme, mir vor Augen führe, dass ich jetzt gerade der Meinung bin, dass sich das in der nächsten Zeit nicht verbessern wird, sondern eher noch weiter verschlechtern wird, sehe ich das halt auch irgendwie ein bisschen kritisch. Und ich will halt nicht von der Hand im Mund leben. Ich weiß, dass man halt, wenn man ziemlich gut ist, mit Sicherheit an seine Bookings kommen wird, aber generell bin ich halt sowieso von diesem ganzen, von der Entwicklung des Ausgehverhaltens so abgeschreckt, dass ich mir halt denke, es ist wirklich das Gegenteil von Sicherheit sein kann, das hauptberuflich zu machen. Und deswegen bin ich momentan noch in meinem sicheren Nest, ja, und traue mich da nicht ganz raus. Das ist auch ein ganz interessantes Thema, was im Blog auch, auch noch viel zu kurz gekommen ist, aus meiner Sicht, so halt dieses, ich gehe halt zur Schule und bekomme halt so auf den Weg mit, was ich vielleicht machen könnte, ne, diese, ja, typischen Ausbildungsdings. So, du bist ja, wenn du, sag ich mal, keinen festen Job hast, bist du selbstständig, so, und das sollte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Andererseits, wenn das die Leidenschaft ist und man Vollgas gibt, so, kann es auch geil sein. Auf jeden Fall. Das ist halt so der schmale Grat, der dann da irgendwie so mitschwingt, so, ne? Mhm. Also ich zum Beispiel genieße das voll, dass ich jetzt einfach hier sein kann und nicht irgendwo arbeiten muss oder, ja, so. Ne? Aber andererseits habe ich auch manchmal so Monate, wo ich mir denke, boah krass, Bookings laufen jetzt nicht so ganz cool so, muss man halt Geld vom letzten Monat irgendwie mitnehmen oder kalkulieren, was kommt im nächsten Monat rein. Ja. So, ne, ist halt auch immer so eine Sache. Man kann sich halt nie entspannt zurücklehnen und sagen, ach ja, nach dem letzten Werktag im Monat kommt mein Gehalt so wie jeden Monat, sondern muss halt selber, genau, sich dafür verantwortlich machen. Ist jetzt halt eine mega Philosophiefrage, auch vor allen Dingen, wie viel Geld braucht jeder, ja, zum klar, Leben. Ne? Also sowieso, es gibt, ja, ich kenne Leute, die kommen mit 1.000 Euro oder 1.500 Euro im Monat aus, netto. Ich kenne auch Leute, die kommen mit 4.000 oder 4.500 Euro nicht aus. Ja, ist immer eine Sache, ja, des Lebensstils. Ne? Genau, wenn du jetzt, wenn du deinen Lebensstandard dann auch mit hochschraubst, oder zum Beispiel, ich versuche halt, meinen Lebensstandard nicht hochzuschrauben, sondern ich versuche das Geld, was ich überhabe, dann zu sparen für eventuell schlechte Zeiten. So, ne? Ja. Ist halt auch die Frage, wie jeder lebt. Aber da muss auch jeder für sich selber wissen. So, da gibt es auch kein Patent, sondern man muss halt vernünftig an die Sache rangehen. Ne? Ja, definitiv. Ja. Gut, krasser Ausflug. Da habe ich noch nie so viel drüber gesprochen jetzt in dem Vlog. Mhm. Aber ich finde es trotzdem mega wichtig. Aber ich bin mit anderen DJs noch nicht so darauf gekommen. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die DJs, die du bis jetzt größtenteils in deinen Vlogs hattest, sind ja auch in der Richtung All-In so, beziehungsweise machen das auch hauptberuflich. Ja. Und ich denke, dass es viele Newcomer interessiert, oder dass die sich auch schon mal mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, oh, jetzt kommen die ersten Bookings, wie könnte man das denn hauptberuflich hinbekommen, will ich das denn? Ich glaube, dass sich viele Leute diese Frage stellen oder viele Leute vor dieser Entscheidung stehen, soll ich mich das trauen oder lasse ich das lieber sein? Und ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte letztens noch eine Anfrage über Instagram, um jetzt mal das Thema wieder so ein bisschen Richtung Musik zu lenken. Sonst wird es zu langweilig für die Leute. Ich hatte eine Anfrage, und zwar ging es darum, da wollte jemand wissen, ob man von YouTube und Soundcloud Lieder runterladen kann, und zwar, also ob das legal ist, so, ne? Mhm. Und da finde ich, sollten wir auch mal auf jeden Fall eben reinspringen so und den Leuten erklären, was da geht und was da nicht geht. Und dann würde mich natürlich als nächstes interessieren, so, wo du deine Musik runterlädst, so. Um ehrlich zu sein, bin ich seit neuestem auf dem Trend, um mir neue Musik, also meinst du jetzt, woher ich generell neue Titel bekomme, die ich haben will, oder wo du die auch beziehst? Ja, okay. Ja. Momentan bin ich eigentlich von Spotify ziemlich angetan, weil ich eine Zeit lang, ich glaube so vor 4 oder 5 Monaten, wusste, dass diese ganze neue Cloud-Rap- und Trap-Schiene, dieses Mumble-mäßige, total modern wird, und ich konnte mich damit am Anfang nicht ganz so sehr anfreunden, weil ich halt ursprünglich, bevor ich angefangen habe aufzulegen, so ein ziemlicher Oldschool-Hip-Hop-Fan war, und wusste dann aber, die Leute wollen das hören und mir gefällt es mittlerweile auch ganz gut, aber wie komme ich da dran? Ich bin in dieser Szene oder in diesem Genre noch gar nicht drin. Und habe dann einfach mal ganz stumpf bei Spotify Mumble-Rap eingegeben, da kam dann halt eine riesige Playlist. Ja.
von 300 Tracks, die ich mir dann auf dem Weg zur Arbeit und in meiner Freizeit einfach mal so Stück für Stück durchgehört habe. Und immer dann, wenn mir ein Lied gefallen hat, habe ich halt einen Screenshot gemacht und letzten Endes dann die Lieder, wenn sie mir so, wie sie waren, gefallen haben, bei iTunes oder Amazon Music halt gekauft. Und ansonsten bin ich halt oft ein Freund davon, wenn ich ein Lied richtig geil finde, aber trotzdem denke, da könnte noch mehr gehen, dann gebe ich halt dieses Lied bei Google ein, ja, gebe da Remix hinter ein und gucke dann, ob ich irgendwo gute Musik finde. Auch voll die gute Vorgehensweise, so, also voll die gute Anleitung für einen Newcomer, so ja, Musik zu suchen. Ja. Ne? Oder generell halt auch Reggaeton. Du gibst bei Spotify Reggaeton ein und findest 56 Playlists. Ja. Hör da durch, du kannst ja skippen oder durchspulen, wenn du ein WLAN hast. Und ja, und ansonsten, wenn es in die Richtung Mumbaton und auch Dancehall Reggaeton gehen soll, diese Seite Hype Edit oder Hype Edit, ja, wo man dann die Leute bei Soundcloud und Instagram pusht, um deren Free Downloads zu laden. Da habe ich auch sehr, sehr viel her. Und ansonsten habe ich halt durch diese Seite Hype Edit gesehen, dass in dieser Top 100 in der Richtung Dancehall und Rugga öfter die gleichen Remixer auftreten. Ja. Den bin ich dann ohne, also jetzt über dieses Pflichtprogramm, man muss den folgen und so hinaus, ja, mal auf die Spur gegangen und habe halt gesehen, dass die auch alle natürlich eigene Soundcloud-Profile haben und habe dann dabei Soundcloud über deren Seiten relativ viele Sachen gefunden, habe jetzt mittlerweile so mein gewisses Repertoire an Leuten, vor allem aus Holland kommen die, die halt diese Mumbaton-Remixe von chartigen Liedern oder halt auch von anderen Hip-Hop-Classics oder aktuellen Liedern machen und da habe ich jetzt halt so meine 7-8 Leute, die mir immer im Kopf schweben, deren Profile checke ich regelmäßig ab und sehe dann da halt die neueste Musik von denen. Ja, krass. Generell ist in Holland, ich habe letztens mit Alex Sago geschrieben, sagt dir der Name was? Mit dem habe ich über Instagram, der hat jetzt auch letztens einen neuen rausgehauen, Certain Law, der war da auch auf Hybrid auf Platz 1, mit dem habe ich geschrieben und der sagt ihm halt generell, dass diese Mumbaton Dancehall-Szene in Holland mega groß ist und da halt in Rotterdam, Amsterdam das Ganze ziemlich durch die Decke geht und ja, an Leute wie den halte ich mich halt ein bisschen und da kriegt man halt dann den neuen Scheißen, den neuen heißen Scheiß manchmal her. Ne? Ja, also das ja, sind so, ja. Ja, mega. Also ich bin in keinem Recordpool angemeldet, da hast du ja auch mal drüber geredet. Ja. Mit DJ City hört man viel von, bin ich noch nicht drin. Vermisse ich bis jetzt auch nicht, vielleicht verpasse ich aber auch was, das weiß ich nicht genau. Ja. Also. Aber wenn du die neuesten Spotify-Plays so, DJ City hat halt auch sehr viel diesen Downtempo-Rap, also Trap, auch House sehr viel, mittlerweile teilweise auch so ein bisschen Hardstyle, habe ich schon gesehen. Okay. Also die machen in verschiedene Richtungen, sind die unterwegs. Ich glaube, relativ wenig Alternative halt so, ne? Okay. Aber ansonsten hast du auch viel Elektro-Trap und so den Kram. Ja, aber wenn du so klarkommst, umso besser. Also ich meine, solange du die Lieder in guter Qualität, die organisierst und kaufst. Ja, da sollte man schon drauf gucken. Also ich glaube, so unter 8 oder 9 MB läuft dann letzten Endes auch nichts über meine Serato-Box, wenn ich im Club bin. Also ich habe halt schon hier und da mal selber als Partygast erlebt, dass da jemand mit einem Soundcloud-Downloader oder sowas runtergeladen, das vielleicht 3 oder 4 MB groß war und das hört man letzten Endes halt einfach als Gast, auch wenn man jetzt nicht die größte Ahnung davon hat. Und deswegen gucke ich auf jeden Fall auf die Qualität und bis jetzt habe ich noch kein krasses negatives Feedback bekommen, dass halt jemand ankam und sagte, die Boxen klippen oder sonst was. Ja. Also bis jetzt war ich da qualitativ immer ausreichend ausgestattet. Ja, cool. Glaube ich zumindest. Sehr cool. Und du bist jetzt im Moment, wo bist du jetzt im Moment so unterwegs? Du, ich glaube im Generation Merse bist ja, du genau, viel, ne? Da bin ich viel bei Abiheld und Django, das sind 16 plus Partyreihen. Ja. Ja, bei Abiheld ist es halt letzten Endes so, dass meistens 2 Floors da sind, ein Chart- und EDM-Floor und ein Black Music-Floor. Ja. Und ein Bekannter von mir, der das veranstaltet, sagte halt, als mein Projekt angefangen hat, er bräuchte halt einen Black Resident. Ja. Und er wusste halt, dass ich auflege und ein Fan von Black Music bin und sagte dann, hör mal, möchtest du dich nicht mal so langsam spezialisieren? Generell zum Club-DJ hin, beziehungsweise zum Black-DJ. Und das habe ich dann über ein paar Monate gemacht, habe mich darauf vorbereitet und bin jetzt da auf diesen beiden Partyreihen Resident. Ansonsten bin ich noch bei der Partyreihe Bros im Generation Resident, wobei da jetzt letzte Woche die letzte war. Ja. Die wird nicht mehr weiter durchgeführt und ansonsten war ich eine Zeit lang in Mönchengladbach unterwegs, ja, in Gräfen Clubbing, da habe ich ja bei einem Contest mitgemacht und den gewonnen, da war ich dann mehrere Monate aktiv, es hat sich aber auch ein bisschen im Sande verlaufen und demnächst bin ich im Excited und Goch, hey. Ja, genau, stimmt, ja, da bist du auch gebucht, ja. Ja, krass. In der L3 war ich auch schon zweimal und ja, genau. Ja, und das Ganze willst du natürlich jetzt auch so ein bisschen ausbauen, ne? Also ja, natürlich cool, ne? Ja. Versuche es. Ne? Das Ding ist halt einfach, ich bin momentan noch der absolute Mixtape-Legastheniker. Ich finde es halt einfach unglaublich schwierig, Mixtape aufzunehmen. Ich habe jetzt letztens eins aufgenommen, was mir aber nicht gut genug gefällt, um es rauszuhauen. Und entweder habe ich da einfach einen zu krassen Anspruch
einzusetzen, weil ich einfach immer finde, das Feeling, das halt entsteht, wenn ich im Club auflege, entspannt bin, es ist Wochenende, die Leute sind gut drauf, geben mir durch ihr Tanzen und durch ihr Verhalten Feedback, das kann ich mir halt schwer ins Studio reinholen, in dem Studio, in dem ich vor einer Wand stehe und dann halt mich versuche, da rein zu versetzen, wie das jetzt im Club ablaufen würde. Das ist halt der Grund, warum ich momentan noch kein Mixtape online habe. Und ich denke, da stehe ich mir ein bisschen selber im Weg, weil es halt, weil jeder Veranstalter erstmal eine Hörprobe eigentlich haben will, bevor er dich bucht oder jeder Clubbesitzer. Also sehr viele zumindest so. Aber so Mixtape aufzunehmen, kann ich dir vielleicht jetzt direkt ein, zwei Tipps geben. So, ich würde mir erstmal Gedanken machen, welche Richtung so. Und dann würde ich überlegen, soll das ein Clubmix, also oder eher so ein Party-Mixtape werden oder eher ruhiger so. Ne? Und dann kannst du ja, ich sag mal, keine Ahnung, wie viel gehen auf, wenn du jetzt eine Stunde aufnehmen möchtest oder so, jedes Lied zwei Minuten spielst oder 1,30, kannst du ja ausrechnen, wie viele Tracks du brauchst, ne, und dann einfach Gas, einfach aufnehmen, so, ne. Und ich meine, wenn du, je mehr du machst, umso besser wird das alles ja auch, ne. Mein erstes Mixtape war auch eine Katastrophe, sowohl vom Mixing her als auch vom Sound her, und aber du musst halt einfach machen, so, das ist meine Mentalität, einfach Gas geben, so, ne? Ja, ich bin dabei dann auch manchmal ein bisschen nervös, dann bist du gerade im fünften oder sechsten Track und denkst dir dann, oh Mist, wenn ich jetzt einen Übergang versemmel und der nicht gut ist, dann muss ich eventuell wieder von vorne anfangen, und das macht mich von vornherein dann so nervös, dass ich dann bei meinen bisherigen Versuchen dann erst recht reingeschissen habe und dann... Beim ersten Mixer habe ich, glaube ich, 20 Versuche gebraucht, ja, okay, mittlerweile brauche ich einen Versuch, so, ne? Also... Aber wenn du dann nicht, wenn du damit nicht anfängst und nicht das erste raus hast, dann dauert halt alles noch viel länger. Ja. Was ich noch spannend fand, du hast gerade davon gesprochen, dass du auch auf 16-Plus-Partys teilweise auflegst. Also wie ist der, ich habe letztens auch auf einer aufgelegt und deswegen ist das Thema relativ aktuell. So, also wie ist so dein Gefühl so? Also findest du, dass es einen Unterschied zu 18-Plus-Partys vom Sound her, von der Musik her so? Also wie gehst du daran? Was spielst du da am meisten? Bei den 16er-Partys fange ich meistens, wenn ich das Warm-Up nicht selber spiele, mit chartigen Mumbaton-Reggaeton-Remixen an. Die kommen halt immer gut an, weil die jungen Damen durchaus gerne ihre Hüften wackeln lassen. So. Okay. Und aber generell kann man halt zusammenfassend sagen, dass die Klassiker, die Anfänge der 2000er nicht ankommen, die Tanzfläche leer spielen können. Ne? Ja. Also da gibt es so ein paar Lieder, die vielleicht von ihren großen Geschwistern noch im Hinterkopf haben und da gehen die dann drauf ab. Textsicherheit ist natürlich auch nicht wirklich gegeben. Und generell ist es halt so, dass die Main-Time bei 16er Partys meistens ein bisschen früher anfängt, weil die Leute nicht erst, wie es manchmal üblich ist, so gegen 12:30, 1 Uhr in den Club reinkommen, sondern teilweise schon ab 23 Uhr der Laden brechend voll ist, je nachdem wie gehypt diese Party halt gerade ist. Die 16er Partys setzen ja auch öfter mal auf diese Termine kurz vor dem Ferienbeginn oder vor einem Vorfeiertag, das sind ja sehr beliebte Sachen. Und da sind die Läden dann teilweise schon um 12 Rappel voll und du fängst quasi mit dem Warm-up an, spielst vier Lieder, es tanzt noch keiner, du guckst kurz auf deinen Laptop oder auf den Mixer, guckst hoch und auf einmal ist die Tanzfläche voll. Ja. Das habe ich halt so bei 18er Partys bis jetzt eher etwas schleichend oder halt nach hinten verlagert erlebt, und bei einer 16er Party ist es halt teilweise wirklich so, dass die Main-Time um 11:30 losgehen kann. Ne? Das ist so. Was mir aufgefallen ist einfach, und das ist so eine Sache, wo ich wirklich, keine Ahnung, da kam ich erstmal nicht drauf klar, aber ich habe, glaube ich, auch erst in meinem Leben zwei oder dreimal auf 16-Plus-Partys gespielt, dass einfach Deutschrap Charts sind. Abgeht, ne? Also ja, Deutschrap sind Charts. Mainstream, so, also, keine Ahnung, was war zu unserer Zeit, da, keine Ahnung, vor zwei, drei Jahren war Ayo, also dieser ganze amerikanische Kram oder Rocklieder oder keine Ahnung was, Charts. Ja. Jetzt ist einfach Deutschrap, ein Kollege, ein Bowser, ein Rin, UFO, die sind einfach in den Charts und die Leute können einfach jedes Lied mitsingen. Ja. So. Ja. Dabei geht es doch nicht mal großartig um Tanzen, aber die Leute wollen es hören. Ja, guck dir die Charts an, dann siehst du ja, wie viel Deutschrap da drin ist. Voll heftig, ne? Also ich habe das gar nicht realisiert. Ich glaube, ich habe an dem Abend so 30, 40, wenn nicht fast 50% Deutschrap gespielt. Ja. Und ich, also bei mir war es halt bisher so nicht so der Fall, weil die älteren Leute, was heißt älteren, aber keine Ahnung, ab 20 aufwärts oder ab 22, 23 aufwärts, das Publikum ist halt eher noch so Dancehall-mäßig, Humberton-mäßig unterwegs oder auch teilweise diesen Mumble-Rap halt schon, ne? Kommt natürlich immer auf die Party an, aber Deutschrap eigentlich habe ich versucht immer so ein bisschen zu vermeiden. Jetzt, da war es einfach voll der feste Bestandteil auf der Party. Es geht durch die Decke, also die heftigsten Reaktionen auf Drop on the One, wie man das so sagt, auf der Main-Time. In der Main-Time, die kommen wirklich auf die Deutschrap-Lieder. Ne? Wenn du Nice Girl 2.0 von UFO anspielst, dann drehen alle durch und du verstehst die Musik kaum noch vor lauter Gekreische, so ungefähr. Also es ist schon wirklich heftig. Der Deutschrap ist halt einfach das Beste für die Main-Time momentan auf den 16er-Partys, auf dem Black Floor zumindest. Und
ja, es hat sich halt anders entwickelt. Ne? Vor ein paar Jahren war vielleicht auch noch EDM und House Mainstream. Mittlerweile ist halt Hip-Hop einfach der Mainstream. Und bei den 16er-Partys, da hast du recht, da kommt der Deutschrap ziemlich gut an. Ja. Bei mir war also auch ein krasses Erlebnis, so was hau ich jetzt einfach raus, auch wenn das in die Öffentlichkeit geht. So. Ich war halt auf dieser 16-Plus-Party und es war ein Freitag, das heißt, neue Musik ist gerade rausgekommen, New Music Friday halt so quasi, ne? Und ich hatte alles durchgehört auch, also mache ich eigentlich immer, ich hab mir am Freitag halt, gucke ich mir auch auf Spotify die bestimmten Playlisten an und so und lade mir den neuesten Sound runter. Und dann kam tatsächlich, da war gerade von Rin das neue Nike, ist rausgekommen an dem Tag. Und ich habe das Lied übersprungen, so war für mich nicht relevant, für mich nicht tanzbar und auch irgendwie, keine Ahnung. Drei Leute haben mich an dem Abend gefragt, ob ich das Lied spielen kann. Ja, das habe ich auch schon mal erlebt, dass das Lied gerade draußen war. Ich habe es vielleicht sogar gar nicht mitbekommen, weil ich mich an dem Tag, weil ich das Lied übersehen habe oder nicht mitbekommen habe. Und dann kommen Leute an und sagen, spiel das doch mal. Und dann bin ich halt manchmal auch drauf und dran, während des Auflegens einen Hotspot vom Handy anzumachen. Und ich lade auch hier und da mal noch oder kaufe da hier und da mal. Laden hört sich immer so nach illegal an, aber man lädt es ja letzten Endes trotzdem runter gegen Bezahlung. Und ich habe das ein oder andere Mal auch schon auf einer Party dann noch einen Track runtergeladen, der ein paar Stunden alt war im Prinzip. Und die Hälfte der Menschen kannte das schon. Aber stell dir das so vor, die sind beim Vorträgen, hören nur dieses eine Lied auf Repeat und kommen dann irgendwann rein. Aber das ist halt so das Krasse, ne? Das ist einfach so, das muss man sich mal realisieren. Ich meine, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt 5, 6 Jahre bin ich jetzt professionell dabei, 5 glaube ich. Und also so heftig war es damals auf jeden Fall nicht. Und was müssen die Leute denken, die schon 10 oder 15 Jahre auflegen, wo du wirklich schon in den Plattenladen gegangen bist und du den Trend gesetzt hast so. Ne? Also ich meine, das ist mir jetzt vorher eigentlich noch nicht so krass passiert, so dass ich wirklich weiß, okay, ich habe das Lied vorhin gehört, fand es nicht so krass und mehrere Leute haben sich das gewünscht jetzt. Ich glaube auch, dass die 18 plus Leute, was heißt 18 plus, aber die älteren Leute da noch ein bisschen anders geschnitzt sind. So. Da sind natürlich auch manche dabei, die so aktuell sind, aber das hat mich wirklich, also da war ich so ein bisschen... Ja. Ey, dieses Trendsetting, das ist mir auch aufgefallen. Die Leute, also auf den 16er-Partys, die lassen sich nicht gerne auf Neues ein. Ich habe da teilweise auf einer Deutschrap-Party-Reihe, als ich Dancehall gespielt habe, weil man halt den ganzen Abend mit Deutschrap auszufüllen irgendwie auch nicht ganz hinbekommen hat, habe ich dann Reaktionen bekommen, die gut waren. Die Mädels und auch die anderen Menschen haben getanzt und dann kam ein Deutschrap-Lied und da habe ich dann richtig vernichtende Blicke bekommen, wo ich mir halt dachte, ey, ihr seid auf einer Deutschrap-Party, aber irgendwie wollt ihr euch von mir überhaupt nicht an die Hand nehmen lassen. Und ja, ich habe generell halt das Gefühl, dass die Leute irgendwie so den Sound vom Vortrinken haben wollen und auf der 16er-Party teilweise der Kreativität eines DJs viele Grenzen gesetzt sind, weil man halt einfach genau weiß, was die Leute zum Main-Time hören wollen. Ne? Die wollen dann halt die aktuellen Deutschrap-Lieder hoch und runter hören und ist schon was anderes. Also ich glaube, da wird sich ein älterer DJ, der lange dabei ist, ein bisschen umgucken. Wobei, vielleicht haben sie es ja auch schon erlebt, aber... Ja, ach so, ich denk schon, ne? Aber ist auf jeden Fall spannend gewesen so für mich, weil ich das nicht so in der Häufigkeit einfach habe oder gehabt habe, ne? Ja, das war auf jeden Fall mega cool. Jo, guck mal, ich habe vorhin auch noch ein anderes Interview gehabt und da kamen wir auch auf die Sache so Crates sortieren so. Mhm. Bist du da auch so ein Freak, sag ich mal? Also kümmerst du dich da drum oder gibt's da irgendwie eine bestimmte Sortierung, die du hast? Boah, also ich, was heißt ein Freak? Also ich habe da schon Ordnung drin, aber ich habe jetzt keine heftigen Unterordner und der Baum sieht nicht aus wie... Ja, von sonst wem, also ich habe halt, ich glaube so um die 13 Crates und habe halt einfach das Obergenre, halt Oldschool, dann habe ich meinen Reggaeton, meinen Mumbaton-Ordner, dann einen Mumbaton-Mashup-Ordner, weil diese Lieder drin sind, die chartig sind und auf Mumbaton gemacht worden sind. Dann habe ich einen Rugger-Ordner, weil halt wirklich diese richtigen alten Dancehall-Sachen drin sind. Dann habe ich noch einen Trap-Ordner, einen New-School-Ordner, den ich unterteilt habe in 2000er New School, das, was für mich dann auch schon New School-mäßig war, und da ist dann aber auch nochmal so ein Travis Scott und Co-Ordner drin. Ich habe halt definitiv meine Crates, aber jetzt keine heftigen Untersortierungen, dass ich jetzt nochmal bei Old School zwischen Golden Era und aktueller Boom-Bap-Sound oder so unterscheide, das jetzt eher weniger. Also ich habe zu jedem Genre eigentlich einen Ordner und sortiere den nach BPM. Mit diesen Keys arbeite ich eigentlich gar nicht. Und alle paar Wochen gehe ich da halt durch und schmeiße die nicht mehr aktuellen Sachen, von denen ich die verstauben und die will meiner Meinung nach keiner mehr hören, die schmeiße ich dann halt wieder raus. Und damit fahre ich bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt noch nie
nach dem Gig zu Hause gesessen und sagte mir, irgendwas stimmt an der Sortierung nicht, weil die Lieder, die du eigentlich spielen wolltest, die hast du nicht gefunden oder übersehen. Also so wie ich das mache, da komme ich eigentlich relativ gut mit klar. Ja, dann ist doch alles jetzt cool. Ja. So, wie viele Tracks hast du so ungefähr in den Crates drin? Wenn du sagst, du sortierst auch aus, dann... Ja, ich würde sagen, es kommt drauf an, ich bin nicht in jedem Genre gleich gut aufgestellt. Also dieser Cloud-Rap-Trap-Ordner ist ein bisschen kürzer, aber in den anderen würde ich schon sagen, dass da so zwischen 90 und 150 jeweils drin sind. Also die sind jetzt nicht alle wirklich gleich groß. Ne? Also das ist aber so der ungefähre Rahmen. Ich glaube, der Oldschool-Ordner und der Mumbaton-Ordner, die sind beide am längsten. Weil ich da für mich selber ein bisschen weniger aussortiere, weil ich die Musik halt einfach total gerne höre und dann auch mal im Studio ein paar Tracks spiele, die ich im Club nicht mehr spielen würde. Ja. Aber so um die 100, würde ich sagen, sind da grob in jedem Trade drin. Okay. Erstmal hast du noch irgendwas, was du so von dir loswerden wolltest, so, was du schon immer so in so einem Interview sagen wolltest? Ich habe gerade mal auf dem Weg hierhin mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, du hast schon des Öfteren in Bezug auf Newcomer über ein Warm-Up gesprochen. Ja. Hast du auch schon mal über ein Closing gesprochen? Nee. Gerade mal so in den Kopf gekommen, weil ich jetzt auch auf einer gewissen Party angefragt wurde oder beziehungsweise ich gefragt habe, okay, ich spiele mit zwei anderen DJs, der eine ist Urban Ore, der andere ist Reds, und dann wurde ich halt vom Veranstalter angeschrieben und ich fragte, wann spiele ich denn? Dann sagte er, Warm-Up oder Closing, und ich glaube, das Thema Warm-Up ist in deinen Vlogs, ich habe nicht jede Folge gesehen, aber sehr viele, ich glaube, über ein Closing hast du noch nicht wirklich gesprochen, oder? Nö, das wäre jetzt so ein Thema, was mir spontan einfallen würde. Ja, finde ich cool. Ja, hau mal raus, was du darüber denkst. Ja, also um ehrlich zu sein, da gibt es, glaube ich, auch wieder einen großen Unterschied, weil wann hört die Main-Time bei einer 16er-Party auf, wann hört die Main-Time bei einer 18er- oder 21er-Party auf, ne? Und das wäre jetzt eigentlich ein Anliegen, bei dem ich von dir einfach mal als etwas erfahre oder viel mehr erfahrenerer DJ hören würde, wie du das angehen würdest, ab wann, beziehungsweise ich habe mich letztens mit einem anderen DJ unterhalten und der sagte, wir waren auf einer Party und sagte dann gegen 2:30, oh, jetzt schon die Classics. Und er war halt scheinbar der Meinung, dass die Classics zu früh rausgehauen wurden. Und ich weiß nicht, wie würdest du denn so ein Closing angehen? Oder generell, welche Uhrzeit würdest du so wenn eine Party von 23 bis 5 Uhr geht, was meinst du so grob, wann das Closing losgehen würde? Und wie würdest du dich darauf vorbereiten? Das wäre jetzt so als Newcomer also eine Frage an dich im Prinzip. Wir drehen jetzt alles um. Wenn das okay ist für dich. Ja, nee, ist alles cool. Also erstmal glaube ich grundsätzlich, dass es keine feste Regel dafür gibt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, die Party wird um 23 Uhr an, deswegen machen wir um 4 Uhr Closing oder so. Ich glaube, dass das immer auf die Leute ankommt, die im Club sind, wie die Stimmung gerade ist. Ne, es kann auch Partys geben, keine Ahnung, wo absehbar ist, dass, weil so wenig Leute da sind oder weil der DJ vielleicht nicht gut genug war oder weil, keine Ahnung, irgendwie nicht die Atmosphäre entstanden ist, dass die Party schon anstatt um 5 schon um 4 schließt oder so. Da muss man halt immer gucken, wie das läuft. Ja. Ne? Aber grundsätzlich, finde ich, hat man das immer so ein Gefühl. Ich persönlich versuche, wenn ich irgendwie zum Beispiel den ganzen Abend spiele oder so, versuche ich natürlich immer so lang wie möglich die Leute im Club zu halten. Ja. Ne? Und wenn der Clubbesitzer dann kommt oder der Clubmanager und sagt, ey, in einer Stunde machen wir Feierabend oder so, ne, guck, dass du die Leute bis dann und dann irgendwie versuchst rauszukriegen oder so, dann versuche ich irgendwie, keine Ahnung, eine bestimmte Uhrzeit vorher, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher schon mal immer die Stimmung so ein bisschen so langsamer Richtung Ende zu lenken. Das heißt nicht unbedingt, dass ich dann Oldschool-Tracks spiele, aber ich spiele dann halt so Tracks, die halt nicht mehr so krass abgehen. Tracks, die ich selber persönlich vielleicht feiere, so R&B-Songs oder so, ne? Mhm. Um schon mal zu den Leuten kenntlich zu machen, ey, das krasse Rumgespringe und Getanze ist jetzt vorbei, so. So ein bisschen könnt ihr noch, aber dann müsst ihr auch langsam raus. Und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, ja, jetzt mache ich irgendwie um 4 Uhr, wenn die Party um 5 Uhr Feierabend ist, dann würde ich nicht sagen, würde ich dann schon irgendwie schließen. Kommt immer drauf an, ganz individuell. Und was der DJ gesagt hat, halt so, ich glaube nicht, dass er so sagen kann, boah, jetzt schon Classics oder so. Kann ja auch sein, dass du 10 Classics spielst und danach wieder umswitchen. Ne? Ja. Also ich würde einfach gucken, dass du den Vibe oder den Sound der Stimmung anpasst. Oder eben der Meinung des Clubbesitzers, wann er den Club schließen will. Mhm. Ne? Also deswegen, das sollte man dann immer so auslaufen lassen. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Frage so beantwortet hat, ob du damit was anfangen kannst. Ja, doch, definitiv. Also feste Regel für mich gibt es nicht. Es gibt für mich auch fürs Warm-up keine feste Regel. Ja, ja, da gibt es so. Ja immer so die, was heißt, also dieses ungeschriebene Gesetz, spiel dem Main-Time-DJ nicht die heißesten das neuen Tracks. Das auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich dachte, jetzt würdest du jetzt auch spontan aus der Pistole geschossen sagen können, okay, die ungeschriebene goldene Regel fürs Closing ist das so ungefähr, aber... Nö, also auf jeden Fall halt nicht mehr so
Primetime-Musik, die sollte dann ja auch vorher meist gespielt werden, obwohl es gibt so viel Primetime-Musik, da kannst du wahrscheinlich 3 Tage durchspielen, ja. Ne, wenn du alles nimmst. Aber auf jeden Fall keine Primetime-Musik. Und ich persönlich mag dann so vor allen Dingen nochmal so einen coolen R&B-Vibe irgendwie so, damit halt, wenn sich Leute, also ein Club ist ja auch dafür da, um sich kennenzulernen, weißt du? Ja. Und ja, ist so. Und wenn sich dann 2 Leute gefunden haben, dann also solche Songs dann irgendwie so, ne, so ein bisschen R&B, damit die dann halt mit einem guten Gefühl vielleicht auch nach Hause gehen und so. Das ist, glaube ich, eher so, also so würde ich das, glaube ich, machen, ne? Ja. Also nicht mehr so auf die Fresse, so. Das sollte dann ja in der Main-Time passiert sein. Mhm. Und dann immer so, ja, du merkst ja, wenn der Club leerer wird, dann ist halt irgendwann vorbei, so. Ne? Wenn der Club noch voll ist und der Clubbesitzer sagt, Vollgas, so, wir versuchen die Leute so lange wie möglich zu halten, dann musst du weiter Vollgas geben, ja. So. Also, oder ich gebe dann weiter Vollgas, sagen wir so. Aber wenn der sagt, ey, guck mal, die Hälfte oder 3/4 der Leute ist weg, wir haben jetzt, keine Ahnung, noch 1 Stunde, in einer halben Stunde ein bisschen ruhiger, ja, dann weiß ja eigentlich Bescheid, ne? Ja. Ja, cool. Das hat auf jeden Fall meine Frage so in die Richtung beantwortet. Ja, ja, also Patentrezept, glaube ich. Ja, klar, es ist halt immer situationsabhängig, ne? Ja. Ja. Ja, krass. Habe ich auch mal was beantwortet. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du raushauen willst oder vielleicht was du auch noch fragen willst? Keine Ahnung. Boah. Also, du wolltest noch ein bisschen über Hardware quatschen und da ist dir dieses Face eingefallen. Genau. Ja. Ja, spannende Sache, so was. Nee, was hättest du? Also, Face erstmal zur Erklärung ist ein, wie nennen wir es, Adapter? Nein, nicht Adapter. Ja, so draufpasst, genau. Dann hast du wohl noch so eine Receiver-Box und brauchst dann im Prinzip ja kein Control-Menü mehr, sondern kannst irgendwie klebst dann, glaube ich, diese Empfänger da drauf fest und durch diese Rotation, die dieser Empfängermagnet von sich gibt, wird dann das Serato-Signal irgendwie an der Laptop übertragen. Ja, also man braucht keine Nadel mehr. Genau, kurz und knapp, man braucht keine Nadel mehr, die Nadeln des Turntables werden ersetzt durch dieses Face Remote, durch diesen Face Remote Controller. Spannende Sache, ich habe mir den noch nicht bestellt, aber sehr viele haben sich den schon bestellt. Ich werde mir den auf jeden Fall auch noch bestellen. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der erste Release ist jetzt im September. Ich glaube im September, ja. Die Vorbestellungen haben vor 2 oder 3 Wochen angefangen, habe ich auch bei vielen DJ-Kollegen gesehen, die sich das vorbestellt haben. Und ich meine, im September kommt die erste Shipping-Lieferung rüber. Ja. Auf jeden Fall vom Preis ja auch ganz fair, ne? Also definitiv, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die auch so einen Kickstarter hatten, wo es noch günstiger war. Und selbst wenn nicht, ich finde, der Preis ist in Ordnung, weil ich glaube, das Ding ersetzt das eine SL-Box? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn du halt im Club jetzt sowieso einen Mixer hast, wo die integriert ist, ich glaube, es gibt dir einfach diese, es kennt ja jeder DJ wahrscheinlich, der öfter mal mit Vinyl- oder Timecode-Platten auflegt, dass du halt vielleicht nicht den besten Tisch hast oder Staub von der Decke kommt und du halt ständig die Nadel sauber machen musst. Und das ersetzt das ja im, also du hast das gleiche Feeling, denke ich mal, wie mit den normalen Nadeln halt auch, also du hast halt das Feeling von großen 12-Zoll-Platten, aber hast halt die saubere Übertragung eines CDJ im Prinzip, wenn du da die Serato-CDs reintust. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es super gut ist, weil ich mit meinen Shure M447-System hier und da mal unzufrieden bin, weil ich die irgendwie nie richtig sauber bekomme. Und ja, im Club gerade halt da, wo es dann ein bisschen feucht und staubig sein kann, ich total oft Probleme damit habe und ganz oft die eine Seite, das eine Deck auf Internal laufen lasse, weil ich halt ansonsten massive Soundprobleme manchmal habe, je nachdem, wo ich bin. Und ich habe es auch noch nicht vorbestellt, ich werde es aber definitiv, glaube ich, auch machen, weil ich halt einfach mit CDJs nicht so gut klarkomme wie mit Turntables, da ich zu Hause auch nur Turntables habe oder im Studio. Ja, und ich denke mal, das ist die Zukunft, weil, ich weiß nicht, jeder DJ kennt es wahrscheinlich, man kommt versehentlich gegen den Tonarm, die Nadel reißt ab, ein neuer Stylus kostet 40 Euro, ein neues System allgemein um die 80 Euro oder 70 Euro. Aber schnell raus, ne? Wollte ich gerade sagen, wenn du dann einmal diese 250, 300 Euro ungefähr investierst, dann kannst du halt, wenn das Ding sich bewährt, lange Ruhe haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Jo. Ja, also absolut empfehlenswert. Wenn ich die Dinger haben sollte, werde ich auch eine Folge so machen, um mal zu gucken, so wie das Ganze ist und auch den anderen zu zeigen. Ich weiß nicht, wie lange der Akku jetzt noch hält von der Kamera. Jo. Deswegen lass uns die 3 üblichen alles Fragen klar. So machen. Die kennst du ja schon wahrscheinlich. Ja, so halbwegs. Was war so bis jetzt das positivste oder das beste Erlebnis, was du gehabt hast? Und die Frage kennst du? Ja, die Frage kennst du. Hast du schon irgendwie was? Das war mir als Ende stellen kurz, da muss ich noch mal kurz durchgehen. Ja, kein Problem. Ich habe mich da extra, ich wusste, dass diese Frage kommt, habe letztens noch drüber nachgedacht, aber irgendwie ist es mir gerade wieder kurz entfallen. Das ist eine locker entspannte Atmosphäre, ist, da sind die Gedanken so schummrig. Ne? Alles gut. Also war es irgendwie mit einem Künstler oder so? Nee, um ehrlich zu sein, die beste Party oder das beste Erlebnis, was ich je hatte, war auch in einem Club. Es war ein sehr gut besuchter Abend. Ja, und das Gefühl, wenn die Leute
Hocker hochgestellt werden, die Leute einfach nicht gehen wollen, beziehungsweise du dann irgendwann die Musik ausmachst und die 70, 80 Leute, die noch da sind, zum DJ-Pult gucken, applaudieren und dann halt rausgehen. Das ist halt irgendwie, also ich finde es schade, dass der DJ auf vielen Partys vielleicht auch ziemlich untergeht. Also er soll ja auch nicht im Mittelpunkt stehen, das ist ja Quatsch, ich habe ja auch nicht das krasse Geltungsbedürfnis, aber manchmal habe ich das Gefühl, den Leuten ist es auch scheißegal, was da läuft, so ungefähr, ne? Die Lieder passen irgendwie, ich bin angetrunken und es ist cool und ich finde, wenn, also ich finde es immer schön, Menschen zu sagen, dass sie etwas gut gemacht haben, so, oder auch wenn ich jetzt hier im Restaurant sitze, die Bedienung ist freundlich, ich sage dann vielen Dank für die freundliche Bedienung, schönen Tag noch und so, und wenn dann nach einer Party halt die Leute applaudieren und man merkt, die wollen eigentlich noch gar nicht gehen, auch wenn es schon 6 Uhr oder Viertel nach 6 ist, das ist mir halt schon 2-3 Mal passiert und einmal war es halt wirklich extrem, weil der Laden fast echt noch rappelvoll war, ja, weil halt der Club einfach zumachen musste oder das halt einfach so jetzt zu spät war und dann die Leute wirklich mir das Gefühl gegeben haben, die hatten wirklich viel Spaß, das Geld hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt rauszugehen, ein Taxi zu zahlen, was zu trinken, Eintritt zu zahlen und das fand ich, das war ein cooles Gefühl, wenn man halt so ein, da durchs Tanzen gehen die Leute einem auch ein Feedback und sagen, das ist cool, aber dieses i-Tüpfelchen mit diesem Applaus, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt und einmal ganz extrem und das war so, glaube ich, einer der coolsten Momente, die ich hatte und ja. Ja, mega. Auf jeden Fall, das war echt cool. Cool, hört sich doch cool an. Ja. Dann macht es auch Spaß aufzulegen. Auf jeden Fall, ja. Also, wenn man so ein Feedback bekommt. Ja. Genau das Gegenteil, nächste Frage, was war so das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast? Gibt es auch irgendwas? Was mir halt auch ein oder zweimal schon passiert ist, da konnte ich nicht wirklich was für, aber ich habe vor 4 oder 5 Monaten auf einer Party aufgelegt und da ist dann halt einfach die Sicherung rausgeflogen und dann, du stehst in einem relativ, auf einem relativ kleinen Floor, hast keine Booth gehabt, sondern warst wirklich so vom Boden her auf einer Schiene, auf einem Level mit den Partygästen, die drehen sich um, natürlich der erste Blick, also sonst interessieren sich nicht für dich, aber wenn die Musik ausgeht, guckt alle den DJ böse an, so ungefähr. Ne? Da bist du im Mittelpunkt, ja. Genau, und dann stehst du dann natürlich, denkst dir halt, ich kann da nicht wirklich was für, das glaubt ja beim ersten Moment natürlich keiner und das waren halt so die Momente, das ist mir glaube ich 2-mal passiert, das ist halt immer doof, wenn dann der Vibe komplett gekillt wird, gerade ein geiler Song läuft und dann plötzlich die Musik von jetzt auf gleich aus ist, das war natürlich immer ziemlich ätzend. Ja und ansonsten ist es mir halt, als ich die ersten Male mit Turntables im Club aufgelegt habe und dieses Problem mit Staub und Dreck auf den Platten, ich kannte, mir halt mal passiert, dass ich auf dem linken Deck gespielt habe und dann plötzlich das alles anfing schwammig zu werden und zu kratzen und ich den Internalmodus noch nicht so gut kannte und ich dann halt nicht wusste, kann ich jetzt, wie mache ich das jetzt, die Nadel hochheben und dann denselben Track nochmal ohne einen richtigen Pull-up nochmal von vorne auf dem rechten Deck gespielt, um die Nadel sauber zu machen. Das hat auch ein bisschen so den Vibe kaputt gemacht. Das war dann halt so, ja, wenn man die Technik noch nicht gut benutzt oder nicht ganz so oft die Routine noch nicht da ist, das war dann so ein Erlebnis, was mich ein bisschen frustriert hat. Ja, ja oder ansonsten, du bist auf einer Deutschrap-Party und du spielst Deutschrap, die Leute gucken dich doof an und gehen von der Tanzfläche so ungefähr. Das ist halt so, aber so richtig einschneidendes Erlebnis. Aber das gehört einfach dazu, ja, so klar. Und da muss man drüber stehen und definitiv. Im Endeffekt ist das, glaube ich, eine normale Reaktion der Leute, die sind vielleicht so voll am Tanzen und auf einmal ist die Musik aus, dann würde ich mir als natürlich. Gast, vor allen Dingen, wenn ich angetrunken bin, gute Laune habe, so auch erstmal so ein bisschen, ne? Ja. Ist halt einfach eine normale Reaktion, aber da, ich meine, wer will schon, also das macht kein DJ extra, so wer macht denn extra die Musik aus, außer der ist angepisst oder irgendwas ist passiert, aber ich, also es gibt in den seltensten Fällen, macht man freiwillig irgendwie die Musik aus. Ja, natürlich. So, ich kenne Fälle, aber da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ja, gut. Letzte Frage. So, was sind deine Pläne für die Zukunft? So, hast du da irgendwie was in deiner Agenda stehen oder in deinem Notizbuch oder wie auch immer? Ja, mein Ziel ist es halt wirklich, demnächst ein vernünftiges Mixtape aufzunehmen und das dann halt so zu promoten, dass ich außerhalb von NRW ein Booking bekommen, dass mich total kaltakquisemäßig jemand anschreibt oder ich jemanden anschreibe und Mixtape verschicke. Wie ich das angehen werde, weiß ich noch nicht genau. Da werde ich vielleicht auch nochmal auf dich zurückkommen, wie ich mein Mixtape am besten promote oder in Umlauf bringe. Kannst du und gerne das machen. Dann halt wirklich aus dem Nichts heraus quasi, was kommt, ey, ich habe da Mixtape gehört, es hört sich geil an, ich will dich gerne buchen, so, das wäre mein Ziel. Und dann mal wirklich aus Nordrhein-Westfalen oder vielleicht auch zumindest erstmal vom Niederrhein weg, NRW ist ja recht groß, erstmal von hier wegzukommen und dann
mal in einer ganz fremden Stadt, die vielleicht auch ein bisschen anderen Sound feiert, aufzulegen und mir halt zu sagen, ey cool, du bist hier, weil dem Typen deine Musik gefällt und nicht, weil du durch irgendeine Connection hier reingekommen bist. So ein cooles Booking ohne Connections zu bekommen, das wäre so mein Ziel für die Zukunft, das ich jetzt so als nächstes verfolgen werde, und dafür werde ich jetzt halt auf jeden Fall mich mal auf den Hosenboden setzen und ein vernünftiges Mixtape aufnehmen, weil ohne geht's halt nicht. Ne? Ja. Ja, das ist so ein gutes Ziel. Hört sich doch gut an. Ja, das ist so das, was ich als nebenbei Hobby-DJ momentan so verfolge. Ja. Mega. Dann sind wir schon am Ende. Es sei denn, du willst du irgendwann grüßen oder irgendwas raushauen. Ich grüße alle Leute, die mich kennen, die mit mir down sind, wie die coolen Hip-Hopper das immer sagen, die mich supporten, alle, die man so kennengelernt hat, und ja, vielleicht sieht man sich mal auf der nächsten Party im Club sonst wo und haltet die Ohren steif. Ne? Mega. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns bestimmt, also wir sehen uns sowieso auf der nächsten Party. Genau. Im Excited, da bist du ja auch. Und ansonsten bestimmt auch nochmal. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Mach's gut.